Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute ein Equipment-Video. Ich dachte mir, weil die Nachfrage auch so groß war, an was für Sachen ich benutze, welche Marken etc. pp. Dachte ich mir, mache ich ein Equipment-Video, um zu zeigen, was ich beim Schwimmen benutze, Laufen, Radfahren und ja vielleicht auch Gym-Sachen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mal mit Schwimmen. Eine Sache muss ich auch noch sagen, das ist alles eine unbezahlte Werbung. Also die Marken, ich habe mit kein von denen eine Kooperation. Das kann sich auch immer wieder mal ändern, wenn was Neues rauskommt oder etc. Also nagelt mich nicht daran fest. Das ist gerade mein Equipment momentan. So, erstmal würde ich sagen, beim Schwimmen mein Schwimmrucksack, wo alles reinkommt. Der ist von Arena. Ist wirklich sehr, sehr groß mit vielen Fächern. Also könnt ihr einige Sachen mit reinmachen. Dann würde ich sagen, wir kommen zur Badehose. Badehose habe ich jetzt hier von Adidas. Ich mag immer die bisschen länger sind und eng sind, anstatt die Slip-Varianten. Aber ich habe auch welche von Arena, die sind gerade in der Wäsche. Aber ja, also die sind so eigentlich wie diese Tights, was man beim Fußball kennt. So eng sitzen die. Die sind immer sehr gut. Vom Preis her gibt es natürlich welche, die kosten 300 Euro, aber die sind nicht nötig. Ich glaube, die hat bei Amazon, was hat die gekostet? 20 Euro, 25 Euro. Dann empfehle ich immer ein Pullboy. Das ist eine Sache, um die Beine zum Beispiel beim Techniktraining rauszunehmen. Das klemmt man sich hier so zwischen die Beine. Und dadurch ist die Hüfte einfach automatisch höher. Und du kannst dich viel besser auf den Armzug konzentrieren und musst nicht halt deinen Core so anspannen, um halt die Wasserlage zu halten. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, auch für Anfänger. Nicht nur für Anfänger, sondern allgemein, um die Technik zu verbessern. Pullboy. Preise weiß ich immer nicht auswendig, nagelt mich nicht fest, aber ihr könnt das eh googeln. Pullboy einfach eingeben und dann kommen schon die ganzen Sachen dazu. Dann so ein Board, Schwimmboard, oder? Ja. Das ist dafür da, um zum Beispiel Einarmzüge zu lernen, also wenn der eine Arm vorne ist, dass man sich auf den einen Arm konzentriert oder einfach für die Beine, Arme nach vorne und dann den Beinschlag üben. Genau, auch ein super Techniktool, was auch meiner Meinung nach nicht fehlen darf. Dann habe ich immer so ein Theraband noch, um einfach die Schulter zu mobilisieren. Ihr wisst einfach normal Theraband, hier einfach die Schulter zu mobilisieren, Rotatoren etc. Auch immer mit in meiner Tasche. Dann kommen wir zu meiner Badekappe, meine Lieblingsbadekappe, auch von Arena. Die habe ich damals geschenkt bekommen in der Türkei. Ja, ich weiß gar nicht, wo man die noch herkriegt. Arena, könnt ihr gerne mal googeln. Die haben, glaube ich, auch alle möglichen Farben. Also grün, gelb, rot, was ihr mögt. Die kosten auch so, glaube ich, 15 Euro, 20 Euro. Genau, dann habe ich hier meine Schwimmbrille. Die habe ich mir relativ neu zugelegt. Die ist von The Magic 5. Sage ich ehrlich, habe ich mich influenzen lassen von Jan Frodeno. Der hat da immer so coole Werbung gehabt und dann dachte ich mir so, okay, habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Da kriegt man so eine App und scannt man halt sein Gesicht mit der App und die machen dann halt perfekt für deine Nase, Augenbreite und sowas. Dauert auch ein bisschen länger, bis sie es liefern. Ich glaube, das hat 4 bis 6 Wochen gedauert, weil die halt das extra für dich machen. Aber auch sehr, sehr cool. Und das Gute ist bei der, finde ich, bei den ganzen anderen Schwimmbrillen, vielleicht habe ich auch Fehler gemacht, hatte ich immer das Gefühl, nach dem Training, meine Augen flutschen fast raus. Die sitzt wirklich sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, alles sehr unbezahlte Werbung, aber trotzdem super Sachen. Achso, ja, hier ist noch eine andere Schwimmkappe. Die ist auch von Arena und die ist aber einfach nur schlicht blau. So, dann kommen wir zu Paddles. Die sind auch von Arena. Es gibt, glaube ich, so zwei Schwimmmarken, die eigentlich, mit denen sich eigentlich jeder so ausstattet. Entweder Arena und Speedo, glaube ich, heißen die. Die machen auch so Schwimmsachen. Gibt es einmal in enger, und also einmal in kleiner und einmal in größer. Die sind dafür da für den Wassercatch. Also dass du machst hier so deine Hände rein und dadurch kannst du halt mehr Speed aufbauen im Schwimmen. Also mehr Wasserdruck hervorzeugen und du übst damit, wie du mit der Hand eintauchst. Weil man soll ja beim Schwimmen so wie so ein Pfeil von oben rein und nicht raufklatschen aufs Wasser, als ob du so Checkhand gibst, sondern. Und hiermit bist du halt gezwungen, so reinzugehen, weil wenn du so reingehst, stoppst du dich automatisch und ja, scheiß halt in deinen Technik rein. Was machen die Größen für einen Unterschied? Dass du halt mehr Wasser greifen kannst. Also damit wirst du wahrscheinlich schneller schwimmen als mit denen hier, weil halt viel mehr Wasser, ja, weil du halt mehr Wasser greifen kannst. Das sind so die Schwimmutensilien, die ich auf jeden Fall mir zulegen würde. Und ich habe mir den sogar neu gekauft, weil mein anderer wurde geklaut. Schnorchel.
auch ein sehr, sehr gutes Tool für Anfänger. Viele haben ja ein Problem mit der Atmung. Also viele kriegen, wenn sie neu anfangen, schnell mal zur Luftnot oder wollen unbedingt atmen und konzentrieren sich dann gar nicht auf die Technik oder auf die Beine und versuchen eigentlich nur so zu überleben. Und mit dem Schnorchel, wenn du halt unter Wasser bist, halt normal atmen kannst, kannst du dich viel mehr auf die Arme konzentrieren, auf die Technik, die du halt lernst, dass du halt einfach ein bisschen ruhiger im Wasser bist. Auch eine super Sache, die meiner Meinung nach, ja, wenn man sich im Schwimmen verbessern will, auch zulegen würde. Dann kommen wir zu meinem Neoprenanzug. Wenn ich halt auf Wettkämpfe gehe oder im Freiwasser schwimme fürs Training, wenn das Wasser ein bisschen kälter ist. Viele kennen das vielleicht schon von meinem Full Day of Training. Der ist von Selfish. Ich habe auch, muss ich ehrlich gestehen, ich habe auch direkt den teuersten geholt gehabt damals, weil ich mir dachte, okay, das ist so eine einmalige Investition, nehme ich halt ein bisschen mehr Geld in die Hand. Muss man natürlich nicht so teuer, so ein teures holen. Meins hatte 850 Euro gekostet. Ich weiß, das ist sehr viel Geld. Für die meisten ist das auch nichts. Das ist keine Sache, die man sich einfach so holt, wenn man nur ein bisschen, zwei, dreimal die Woche ein bisschen schwimmen gehen will, sondern wenn man wirklich vielleicht ambitioniert an Wettkämpfen oder etc. teilnehmen möchte, würde ich sowas eher erst recht empfehlen. Aber vielleicht sind ja manche von euch dort oder an dem Punkt, dass sie sich auch sowas holen wollen. Selfish G-Range heißt der, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Achso, ein Fun Fact, den niemals in die Waschmaschine tun. Also immer mit der Hand abspülen, mit kaltem Wasser, in der Badewanne oder in der Dusche und dann irgendwo aufhängen, dass es austrocknet. Genau, sonst geht nach einer Weile irgendwie das Material kaputt. Genau, da gibt es halt die Tasche dazu und dazu die Boje, die man sich dann im Freiwasser, wenn du halt im See trainieren gehst, um die Hüfte schnallst, pumpst du dann hier halt mit deinem Mund auf und kannst dann hier noch dein Handy reinlegen, weil hier ist komplett wasserdicht. Würde ich jetzt zwar nicht machen, aber vielleicht, wenn du ein bisschen weiter rausschwimmst, machen sich viele da noch Gels rein, um halt ein bisschen Energie zu kriegen und dann halt wieder Energie zu haben, um zurückzuschwimmen. So, das war's eigentlich zu den Schwimmsachen. Badelatschen und sowas brauche ich. Muss ich ja schwer sagen, das ist ja eh. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Laufen. Erstmal fangen wir an mit meiner Laufweste, weil dafür kriege ich sehr viele Fragen. Die ist von Asics. Das ist die Olympia-Edition von Tokio. Wann war die Olympischen Spiele? 2020? Ne, 22? Genau, 2022 glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Die waren ja in Tokio und das ist von denen die Kollektion, weil ich glaube, Asics hat die Olympischen Spiele gesponsert gehabt. Wie gesagt, nagelt mich nicht fest, wenn ich falsch liege, aber so erinnere ich mich daran. Dann meine Schweißbänder, meine klassischen Schweißbänder, auch von Celtics, Jordan, NBA. Ich finde die Schweißbänder von den NBA, es gibt ja auch die normal klassischen Tennis-Schweißbänder, aber die sind etwas dünner. Und ich finde die von dem Basketball, die sind halt einfach ein bisschen dicker, sieht ein bisschen cool aus, finde ich. Also Schweißbänder auch bei mir riesen essential, darf niemals fehlen, egal ob beim Radfahren oder beim Laufen. Ich hole kurz meine Brillen. Meine Lieblingslaufbrillen sind von Oakley. Ah, Meli auch mal vielleicht. Kooperation. Ich finde, die sind die coolsten. Muss ich ehrlich gestehen, die sind wirklich sehr teuer. Also die habe ich schon vor 2 Jahren geholt gehabt. Ich kann mich echt nicht mehr, aber die kosten glaube ich schon so 200. Aber, muss ich eins sagen, qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und das Coole ist bei Oakley, das Gehäuse, also du kannst das hier aufmachen und sagen wir mal, du möchtest irgendwie eine andere Farbe vom Glas. Dann machst du das hier auf, nimmst das Glas raus und das Gehäuse kannst du halt zu jedem Glas benutzen. Normalerweise habe ich auch noch ein Glas, was durchsichtig ist, wo man meine Augen sieht, weil das ist dann eher für, wenn man halt abends fährt. So eine Sonnenbrille trägt man ja eher, halt, wenn Sonne scheint. Und dann habe ich halt noch so ein durchsichtiges Glas, wenn ich halt abends fahre. So, dann kommen wir zu meinen Laufschuhen. Ich bin riesen Fan von Puma-Laufschuhen. Alle, die meine Insta-Stories verfolgen, wissen, dass ich die immer poste. Das sind einmal die Puma Deviate Nitro 2. Das ist kein Carbon-Schuh, das ist ein Schuh, den man eigentlich so, ja, seine Kilometer sammeln kann über die Woche. Trotzdem sehr, sehr leicht, sehr bequem. Wirklich bin ich ein riesen Fan und empfehle ich auch meinem Umkreis und euch ja, wisst ihr auch, immer weiter. Also der ist eher für längere Läufe und halt, ja, Kilometer zu sammeln. Und dann habe ich einmal jetzt hier die neu geholt. Das sind so die Carbon-Schuhe. Man sieht ja auch, die haben hier so eine Carbon-Platte. Die sind sehr, sehr leicht. Man sieht auch an dem Material, man sieht meine Finger durch, also der ist, ich weiß gar nicht, was der wiegt. Das ist der Elite. Der kostet 160 und der kostet 220, glaube ich. Genau, und den benutze ich aber nur für Intervalle
und schnelle Läufer. Die kann man eh nicht so oft benutzen. Sollte man auch nicht wegen Carbonsohle. Ist auf Dauer nicht so gesund für die Füße. Laufklamotten, so kurze Hosen, Socken und sowas, ist halt, ist halt normale Tennissocken, ob es von Nike, Adidas ist oder Puma ist. Sorry, natürlich Puma eher. Oder halt kurze Hosen von Puma oder Tanktops etc. Da könnt ihr euch auch frei entfalten. Ich ziehe meistens immer so Unterhemden an. Die hole ich vor Türkei auch vom Bazar. Einfach so ein 20er-Pack. So einfach weiße, graue, schwarze. Die halten dann halt und dann, wenn die halt Löcher haben, schmeiße ich die weg. Das sind immer so meine Lieblingstanktops. Oder ich habe halt, ich schneide meine T-Shirts selber, meine Tanktops. Ich gucke immer, wenn ich alte T-Shirts habe, dann schneide ich halt so die Ärmel ab und habe dann eigene Tanktops. Kann ich ja vielleicht auch mal so ein Tutorial dazu machen. Achso ja, Stride ist ein Wattmesser. Das heißt, ihr kennt es ja, wenn ihr laufen geht, gucken die meisten halt auf die Pace, wie schnell sie laufen. Also pro Kilometer, sagen wir mal 4 Minuten, 5 Minuten, je nachdem wie schnell ihr seid. Aber die Pace-Anzahl ist eigentlich nicht so genau, weil außer du läufst halt auf der Tatanbahn, da ist es halt genau, wie viel, also wie schnell du läufst. Aber wenn du halt auf der Straße läufst, ist es halt ein Unterschied, wenn du etwas bergauf läufst oder bergab abläufst, wie viel Energie dein Körper aufwenden muss. Und Watt ist halt eine Energie, also Energie, wie viel Energie du in investieren musst, um halt vorwärts zu kommen, wie beim Radfahren. Umso schneller du trittst, umso höher du trittst, umso höher sind halt deine Wattzahlen. Und so ist es halt genau wie beim Laufen. Wenn du halt bergauf läufst, musst du natürlich mit deinen Beinen mehr Kraft aufwenden, um hochzukommen als bergab, um das nochmal ein bisschen besser zu kontrollieren. Das ist eigentlich, ja, also für Leute, die jetzt ein bisschen Dings, ist das nicht nötig, aber für Lauf-Nerds und die es halt ein bisschen ambitionierter machen, ist das auf jeden Fall eine Sache, die man sich zulegen nicht sollte, muss man nicht, aber kann. Ich sage ehrlich, es wurde mir weiterempfohlen, dass das halt einfach für die Trainingssteuerung einfach gut ist, um halt noch besser zu werden. Deswegen habe ich es mir zugelegt. Also es war eigentlich nur Mundpropaganda. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und dann habe ich es einfach geholt. Das Gerät kostet 250 Euro. Wie gesagt, ich werde die Sachen auch googeln, dann könnte ich die Sachen einblenden. Falls nicht, gebt einfach Stride bei Google ein und dann werdet ihr gleich auch die Preise sehen. Soll ich auch meinen Cappies zeigen? Zum Laufen? Schon, oder? Falls die Sonne sehr scheint, habe ich einmal hier einen von Selfish. Weiß gar nicht, warum die Laufcappies machen. Eigentlich so für Schwimmsachen. Aber das ist cool, die haben hier in der Mütze verarbeitet, innen drin so wie ein Schweißband. Also der saugt halt den Schweiß halt direkt mit auf nochmal. Und ist halt immer sehr dünn. Das ist halt immer der halt mit Löchern und so. Die sehen halt zwar nicht so cool aus, aber die sollen ja auch nicht cool aussehen, sondern die sollen ihren Job erfüllen. Normale weiße Cappy. Und dann habe ich halt noch eine von North Face. So seht ihr mich dann an der Ampel. So, dann kommen wir auch gleich, glaube ich, mal zu meiner Uhr. Die zählt ja eigentlich zu allem. Das ist die Garmin Forerunner 965. Das ist eine Multisportuhr. Also damit, die ist halt super für zum Tracken von Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ich glaube, du kannst auch Gym-Sachen, also Krafttraining und sowas. Du kannst auf der Tatanbahn deine Sachen tracken. Du kannst Intervalle damit machen. Also das ist wirklich alles Mögliche. Ich glaube, ich könnte allein nur ein Video über die Uhr drehen. So viele Sachen kann die. Deswegen googelt einfach mal Garmin auf die Internetseite. Da stehen eh die ganzen Features, der sich eine Garmin-Uhr zulegen will. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Sehr, sehr cool. Die ist zwar teuer, muss ich auch ehrlich sagen. 650 Euro. Das Ding ist voll unangenehm für mich gerade, auch diese Preise zu sagen. Ist schon sehr, alles sehr teuer, aber ist ja mein Job. Deswegen investiere ich halt auch mehr Geld rein. Ich bin halt keiner, der so viel Markenklamotten trägt oder sowas, sondern ich kaufe mir dann halt eher solche Sachen für mein Training. Das ist immer bei mir Priorität Nummer 1, da das Equipment immer aufrecht zu erhalten. Das war es eigentlich mit den Laufsachen. Wie gesagt, Klamotten ist halt eigentlich alles sehr querbeet halt. Kommen wir zum Radfahren. Erstmal mein Helm, der ist von Firo. Helm halt, was ich zum Helm sagen. Ich habe darauf geachtet, dass es halt leicht ist, aerodynamisch ist. Das ist Styropor hin. Also ich bin kein Helm-Experte. Ich habe halt einfach gesagt gehabt, ich möchte einen sehr leichten, einen weißen, also einen hellen Helm haben. Also eigentlich gar nicht jetzt so. Ist ein Helm, was soll ich sagen. Also, aber ich glaube, Oakley und so, die haben auch sehr coole Helme. Der war auch teurer. Ich glaube, der war auch ein bisschen mehr als 100 Euro. Ist schon alles sehr viel. Also eine Sache, keine Sorge. Um Sport zu treiben, braucht ihr nicht diese ganzen Sachen. Das ist einfach nur, um euch zu zeigen, so falls wirklich jemand mal Fragen hatte, so spezifischere Sachen, dass man sich vielleicht ein, zwei Sachen abgucken kann. Kommen wir zu den Radsachen. Wie gesagt, Radsocken sind halt auch normale weiße Socken halt. Meistens immer weiß. Weiß ich nicht, fühle ich mich irgendwie ein bisschen schneller. Und halt dünnes Material. Radsocken gibt es eigentlich bei Amazon. Der
der Polster, der am Arm und hier in dem Bereich ist, um halt das Sitzgefühl so angenehm wie möglich zu machen auf Dauer. Da müsst ihr einfach gucken, was bei euch passt. Am besten würde ich wirklich nicht Radhosen aus dem Internet einfach bestellen, sondern einfach in einem Laden gehen, bei euch in der Nähe, Radladen oder sowas, die halt sowas anbieten und anprobieren, weil wie oft ich schon Sachen bestellt habe und zurückgeschickt habe, weil es einfach vorne zu eng ist oder hinten zu kurz ist oder zu breit ist oder was auch immer. Das ist wirklich, ich glaube, jeder Radfahrer weiß, dass das wirklich ein sehr lästiges Thema ist. Aber mit der Radhose bin ich sehr zufrieden. Die ist von Shimano, halt so ein Bohrradanzug. Wenn ich halt drin fahre auf der Rolle, ziehe ich halt drunter immer nur ein Unterhemd an, Stirnband und halt meine Radschuhe. Aber wenn ich draußen fahre, dann halt auch Unterhemd. Und dann kommt dann drüber meistens noch so ein Radtrikot. Die sitzen halt immer so sehr eng. Hinten hat man meistens dann noch so Fächer, wo man dann halt so Gels reinmachen kann oder sein Handy etc. oder ein bisschen Geld. Sieht zwar jetzt nicht so cool aus, aber habe ich auch in so einem Gelb-Grau. Wenn es halt ein bisschen kälter ist als lange Jacke. Die ist auch von Oakley. Wie gesagt, die haben immer hinten so Taschen, wo man halt so Versorgung und so machen kann, wenn halt die Ausfahrt ein bisschen länger ist. Und wenn das Wetter ein bisschen kälter ist, habe ich halt so eine längere. Die habe ich mir auch neu geholt für den kommenden Winter, war ein Angebot von Adista. So ein dickerer Stoff und das Material vorne ist halt so, dass halt der Wind halt nicht so durchweht, sondern dich halt warm hält im Winter. Preise, Radhosen sind auch immer relativ, gibt es Preisspanne von bis, also die Spannen sind immer sehr groß. Dafür habe ich glaube ich 80 Euro gezahlt gehabt, die hatte ich reduziert gehabt. Für 20 Euro, bei Zalando war das damals. Oakley war teuer, aber die hab ich geschenkt bekommen gehabt. Und die hatte ich reduziert geholt für 40 Euro. Die war von 100 auf 40 reduziert. Wie gesagt, immer wieder mal so gucken, immer mal Schnapper machen. Ich bin auch immer Schnäppchenjäger, versuche immer so gute Sales mitzunehmen. Weil es wirklich auch alles sehr teuer ist, also muss man ehrlich sagen, die Sachen sind wirklich alle sehr teuer. Deswegen immer Augen offen halten und irgendwo einen Schnapper machen, bestenfalls. So, dann kommen wir zu meinen Radschuhen. Das sind einmal Radschuhe extra für Triathlon, um halt in der Wechselzone direkt reinzuflutschen und dann einfach nur zuzumachen. Dann halt so Klick-Dinger, die sind auch von Shimano. Die Radschuhe sind auch von Shimano. Genau. Das sind einmal so für die hier. Und einmal normale Radschuhe von Specialized, auch mit Shimano Clippern. Der war sehr, sehr teuer. Also Radschuhe sind wirklich wow, also da gefühlt halbe Niere verkauft. Sag mal, was glaubst du, was kostet so ein Schuh? Also nicht den Preis von Fußballschuhen heutzutage mit Carbon. Ja, eigentlich, doch, so eigentlich, genau, eigentlich gleiche Preisklasse. 300 Euro, oder? Ja, genau gleiche Preisklasse. 275, 300 Euro? Genau diese Preisklasse. Eigentlich genau perfekt für Fußballschuhe. Halt auch Carbonsohle, halt leicht. Ja. Deswegen entsteht halt der Preis. Der ist so diese eine Klasse drunter. Es gibt doch immer den Schuh von Cristiano, der so teuer ist. Und dann gibt es diesen einen drunter und das ist der hier. Ja, das war's eigentlich. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, lass mich in den Kommentaren wissen. Dann kann ich ja noch einen zweiten Teil drehen, ist ja gar kein Problem. Es sind so viele Sachen, kann sein, dass ich einen Überblick verloren habe, aber ich hoffe nicht. Ich denke auch nicht. Jetzt gehen wir zum Fahrrad-Equipment, also zu meiner Radrolle und meiner Klimmzugstange etc. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch, würde ich sagen. Ja. Let's go. So, das ist mein Fahrrad-Setup, von hier streame ich immer. Kannst du auch kurz mal hier so hinzeigen. Also hier so einfach hier mein Mikrofon. Hier ist so ein Wahoo-Tisch. Der ist von Wahoo Kicker. Tastatur. Das sind hier meine Handschuhe für die Klimmzüge manchmal, wenn halt meine Hände zu weit offen gehen. So, das ist mein Brustgurt, um den Puls zu messen, auch von Garmin. Den kannst du halt damit connecten. Mache ich mir halt hier ran, um halt meinen Puls nachzuvollziehen. Das ist mein Triathlonrad, also mein Aero-Rad. Ist auch Full Carbon, war auch sehr, sehr teuer. Eigentlich möchte ich den Preis nicht sagen, ja. Muss ich eigentlich sagen. Aber ja, wie gesagt, wenn ich mir was gönne, gönne ich mir halt solche Sachen. Das war wirklich, also das ist wirklich eine sehr teure Investition gewesen. 5000 Euro. Ist halt wirklich ist halt wirklich sehr, sehr teuer. Aber merkst du den Unterschied zu anderen Fahrrädern so? Natürlich ist halt ein Carbonrad, ist halt. Ne? Okay. Also natürlich ist auf jeden Fall. Hat auch elektronische Schaltung, ist wie Joysticks und du kannst dann hier vorne schalten, wenn du halt in dieser Aero-Position bist. Hier ist halt Trinkbehälter, hier kannst du halt Trinken reinfüllen, um halt dich hier zu versorgen. Hier sind die Bremsen, hier sind auch Knöpfe für die Schaltung. Genau, hier ist noch so ein Fach für Gels, um Nahrung zu haben unterwegs.
Hier ist noch eine Trinkflasche und hier kannst du auch noch Trinkflaschen rein tun. Genau, das sind halt die Clickpedals, auch von Shimano, wie man halt da reinkommt in die Schuhe. Und dann kommen wir zur Radrolle. Viele fragen mich ja immer, wie man das verbindet mit dem Stream. Hier ist wichtig, dass es, also es gibt sehr viele Radrollen in 1000 verschiedenen Preisklassen. Also das ist jetzt, mir war wichtig, dass es halt im Stream leise ist, weil viele Rollen sind halt auch etwas lauter. Das ist die leiseste, die ist von Wahoo Kicker. Könnt ihr euch auch vorstellen, dass, deswegen ist es dann auch leider die teuerste. Die kostet 1000 Euro. Dann die Matte halt. Die musste ich mir auch separat kaufen. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel die gekostet hat. Das Gute ist bei der Matte, der Schweiß saugt sich nicht auf. Also du kannst ihn direkt wegwischen. Und der ist halt nicht so wie ein normaler Teppich. Der würde sich ja komplett aufsaugen. Der ist halt sehr pflegeleicht, extra halt dafür gemacht. Wichtig ist, dass der halt mit Bluetooth ist. Der reguliert auch die ganze Steigung. Also wenn du halt bei Swift heißt die virtuelle Welt, wo ich immer fahre. Könnt ihr gerne mal im nächsten Stream vorbeischauen. Adasachi 1, der findest du auf Twitch. Der lässt sich halt fühlen, wenn es halt bergauf geht oder bergab geht. Das ist halt wirklich 1:1 Übertragung, wie wenn du halt auf der Straße fahren würdest. Vom Gefühl her, außer dass es halt keinen Gegenwind gibt und dass du halt nicht lenken musst. Das sind eben zwei Sachen. Sonst vom Widerstand her, vom Kraftaufwand her, ist das 1:1, wie wenn du draußen fahren würdest. Genau, wichtig ist, dass es halt Bluetooth ist. Dann braucht er eigentlich nur ein Laptop, das, ein Fahrrad, Laptop, dann halt die Swift-App. Das kostet 15 Euro im Monat, um das halt zu koppeln und dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Genau, das war's dazu. Wie gesagt, ich hatte auch eine gehabt davor, die hatte 400 Euro gekostet. Die war von, ich weiß den Namen leider nicht mehr. Tut mir leid, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber es gibt, die hatte auch Bluetooth, aber die war halt ein bisschen lauter. Das hätte mit dem Stream nicht funktioniert, deswegen musste ich mir leider eine neue holen. Kann man sich den Unterschied vorstellen zwischen Rolle und dann in echt fahren, draußen? Ja, allgemein, also die Balance und sowas, ja. Also du, hier bist du halt statisch, du bist halt fest. Da kann nichts passieren, du kannst nicht runterfallen, du kannst nichts. Ich bin ein riesen Rollenfan, also ich fahre halt sehr viel auf der Rolle, erstens um streamen zu können. Und ich finde, du kannst hier bestimmte Abläufe von Intervallen und sowas viel besser trainieren als draußen auf der Straße. Draußen sind halt Verkehr, du hast Ampeln, du hast Mitmenschen, auf die du aufpassen musst. Hier kannst du einfach ballern und halt dein Training absolvieren, um halt den bestmöglichen Trainingseffekt zu haben. Aber natürlich ist auch Draußenfahren wichtig, um halt die Balance und all möglichen Gegenwind und sowas zu üben. Aber ich finde Rollentraining erst recht im Winter sowieso Gamechanger, wenn draußen schneit. Das ist mein Fahrrad-Setup. Und ja, achso, ja, hier so eine Black Roll habe ich auch, um einfach ein bisschen Massage zu betreiben. Springseil habe ich hier von Bodymate bei Amazon gekauft gehabt, ich glaube 10 Euro oder so. Hat so ein Kugellager, ist echt gut, auch einfach zu verstellen, kann ich auf jeden Fall, das ist empfehlenswert. Genau, da habe ich mir so einen Hocker hier geholt, um einfach auf die Klimmzugstange draufzukommen. Die Klimmzugstange ist von Dips and Pulse, so heißt die Marke. Keine Sorge, ich habe mich öfters mal verbohrt, nicht, dass sie denken, dass es irgendwie dies. Ja, und dann hier ist auch noch ein bisschen Kreide, um halt mehr Grip zu haben. Achso, das ist toll zum Bild hier, Mike Tyson. Hier auch noch Arme ohne Bart. Potsdamer Platz habe ich ihn gesehen gehabt. Deswegen, ich gucke ihn immer an, er lächelt mich immer an hier so. Aber wenn ich bei der Wiederholung, guckt er mich an und lächelt mich an. So, das sind Handschuhe, habe ich geschenkt bekommen von Originalunterschrift von Ramsat Shimaev. Und das sind original getragene Handschuhe von Valuev. Kennst du noch diesen 2 Meter, der so Valuev? Valuev heißt er, oder? Ja. Ja, genau. Aber das waren beides Geschenke, ich habe die leider nicht persönlich getroffen. Komm, wie viel soll ich machen? Dann mach 5 einfach. 5? Nein, Digga, 20 muss ich. Nein, 20. Oder? Ja, das ist meine Klimmzugstange, mein Baby. Dann habe ich halt hier noch so Therabänder, auch von Amazon geholt. Gibt es so einen 5er-Pack. Dann meine Dip-Stangen, die sind von Relife. Habe ich auch bei Amazon bestellt gehabt. Auch sehr, sehr stabil, also die halten sehr gut. Dann so eine App-Roll von Amonax. Wie gesagt, Leute, ich gucke immer bei Amazon. Guck, also ich habe jetzt da keine Lieblingsmarken oder sowas. Wie gesagt, ist alles unbezahlte Werbung. Und auch ein neues Baby von mir, nennt sich das? Blackboard? Nee, Whiteboard. Whiteboard. Blackboard.
Arbeit, wo ich halt meine Klimmzug und meine Liegestützwiederholungen zähle. Hier diese Matte, extra geholt gehabt hier, auch von Amazon. Und genau hier mache ich dann halt immer meine Strichliste in den Streams etc., um halt dann die Wiederholung zu zählen. Eine Frage noch von mir, was hat das da gekostet? Das? Ja. Das ist unbezahlbar. Das ist nur mit Liebe. Nur mit Liebe. Ich habe das damals, wie alt war ich da, 10 Jahre alt oder so, von Baba geschenkt bekommen. Ja. Ein Leben lang. Jetzt alle an die Kommentare, die ganzen Dings, die Jimbo benutzen und so. Ja, das war's eigentlich schon. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls irgendwas zu kurz gekommen ist, lasst mich das wirklich gerne in den Kommentaren wissen. Dann kann ich liebend gerne noch einen zweiten Teil dazu drehen, ist gar kein Problem. Ja, was soll ich euch sagen? Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, ist kostenlos, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ja, schreibt gerne was in die Kommentare, wie ihr diese Art von Video fandet. Und wie gesagt, falls ich was vergessen habe. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream vielleicht oder im nächsten Video wieder. Haut rein. All of this money, toss that change, I feel marvelous, and it's like that every day.